Ich ihn einfach gern, weil er ist ein erdbezogener, ganz normaler, lustiger Kerl, der wirklich sein Leben lebt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass er eben nur Dinge tut, die ihm Spaß machen, sich das so einteilen kann und deswegen auch seine Persönlichkeit dementsprechend lustig geformt hat und offen und freizügig. Und das, glaube ich, ist das Wichtige an ihm. Er ist sehr gut für unser Team. Er hält alle zusammen und motiviert sie. Er ist ein netter Junge mit einem guten Herzen. Wenn man ihn als Pilot betrachtet, kann er sehr, sehr aggressiv sein. Er ist ein alter Hase in der Formel 1, er kennt sich aus, er hat schon alles mitgemacht. Sitzt er nicht im Rennauto, geht der Genussmensch Gerhard Berger allzu gerne seinen Hobbys nach. Auch neben der Rennstrecke liebt er sportliche Fortbewegung, zu Lande wie auch zu Wasser. Die Beherrschung solcher PS-Giganten verlangt körperliche Fitness. Die holt er sich im Winter unter anderem auf der Langlaufloipe. Auch dort legt er gerne mal einen Boxenstopp ein. Gerhard Berger, geboren 1959 in Wörgl, Tirol, als Sohn des Spediteurs Johann Berger und dessen Frau Olga. Er hat eine jüngere Schwester, Claudia. Eigentlich sollte Gerhard in die Fußstapfen seines Vaters treten und Spediteur werden. Doch schon als kleiner Junge interessierte er sich brennend für den Motorsport. Der Urlaub mit den Eltern in Riccione, Italien, war immer mit Besuchen auf einer Go-Kart-Bahn verbunden. Ohne es zu ahnen, war dies Gerhard Bergers erster Schritt zum Beruf des Rennfahrers. Da war er seinerzeit auch noch zu jung, dass er mit den schnellen Zweimotoren-Karts fahren hat dürfen. Also die hat sich dann auch mein Vater ausleihen müssen. Die Mutter hat davon gar nichts wissen dürfen. Ich habe es gewusst vom Gerhard, weil er hat mir es zu gerne gesteckt. Ich war furchtbar neidig, dass ich nicht mit kann. Ja. Und da hat sich sicher schon abzeichnet, weil da hat er, glaube ich, so laut Erzählungen meines Vaters schon bei Bestzeiten hingelegt. Hat er einmal das Kart ziemlich grob aufgestellt, wo der Vater dann auch Probleme gehabt hat, weil man gesehen hat, dass der kleine oder junge Bub drunter sitzt. Und so hat sich das eigentlich dann gesteigert. Imola, Italien. Treffen zum ersten Interview. Benetton Renault absolviert hier Testfahrten. Zwischen den Grand Prix werden bei solchen Meetings die Autos auf das jeweils nächste Rennen abgestimmt und weiterentwickelt. Für Gerhard Berger sind es gewissermaßen die Hausaufgaben des Formel-1-Fahrens. Schulzeit, das war nicht unbedingt meine Stärke. Was war daran so furchtbar? Schule gehen. Das hat mich vom ersten Tag an nicht gefreut und bis zum letzten Tag nicht gefreut. Aber ist nicht ganz wichtig. Eigentlich mein Traum war immer Mechaniker zu werden. Das bin ich dann schlussendlich geworden. Mhm. Und da bin ich auch dann gerne in die Schule gegangen. Also in die Berufsschule bin ich gerne gegangen. Das hat mich interessiert und das war mein Metier und das war gut. Aber vorher hat mich Schule überhaupt nicht interessiert. Was war denn so das schlimmste Fach für Sie? Ich glaube, umgekehrt wäre es einfacher. Was für ein Fach hat mir gefallen? Vielleicht ist dann Sport bestimmt, oder? Ja. Sport bestimmt. Am ehesten, ja. Aber ansonsten Mathematik, also das war jetzt mein Mathematik Horror. Ist ja noch einigermaßen gegangen, aber grundsätzlich, es hat mir einfach gestreut. Und was haben Sie gemacht, um den Schulalltag so ein bisschen erträglicher zu machen? Ganz einfach nicht gegangen bin ich. Kann mich manchmal erinnern, der ist aufgestanden in der Früh oder kurz vor Nachmittagsunterricht, hat sich der niedergesessen und gesagt, nein, das macht er heute nicht, er geht nicht zur Schule. So, meine Mutter ist dann auch oft energisch reingefahren und hat gesagt, sofort marschierst, nein, er geht nicht, er hat beschlossen, heute besucht er den Schulunterricht nicht. Ich kann mich also erinnern, die Mutter hat dann am Vater im Büro anrufen müssen. Vater hat Besprechungen oft einmal links liegen lassen müssen, nur dass er den Gerhard dazu bewegen kann, dass er den Schulunterricht beiwohnt. Und trotzdem so ein erfolgreicher Mann geworden? Ich glaube, das eine hat mit anderen überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, in der Schulzeit erstens einmal ist man für verschiedene Sachen wahrscheinlich noch gar nicht reif, sondern man macht es halt einfach, wenn man es machen muss. Zweitens werden wir natürlich meistens von den Eltern ein bisschen gelenkt und bei mir war das sicherlich so der Fall, dass die hätten gerne jemanden gehabt oder einen Sohn gehabt, der halt am besten wäre, wenn ich studiert hätte. Ja, mir das alles überhaupt nicht interessiert. Ich wollte Mechaniker werden vom ersten Tag an und alles andere, das wollte ich nicht. Und ich glaube, das hat mit dem späteren Leben überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, man kann ohne weiteres in der Schulzeit Probleme mit verschiedenen Sachen haben und dann im späteren Leben gerade in diesen Gebieten gut werden. Alles das, was er nicht will,
Das macht er auch nicht. Ja, wenn Sie ihm das Zimmer anschaffen, das tut er nicht. Und das hat er auch nie gemacht. Ja. Und alles, was ihm liegt, das macht er überlegt gut, ja. Und auch mit Vorbild, kann man sagen. Ja. Sie haben ja auch schon relativ früh, glaube ich, in der Spedition Ihres Vaters gearbeitet, ne? Ja, das war mein Metier. Also die Spedition hat mich weniger interessiert. Aber wir haben eine Autowerkstatt dabei gehabt, wir haben einen Autohandel dabei gehabt. Und Autos haben mich von ersten Tag an fasziniert. Und was haben Sie da gemacht? Alles. Ich hab Auto lackiert, ich habe Auto repariert, ich war Mechaniker, ich war Spengler, ich hab alles gemacht. Und das war auch, um das eigentlich nicht vorhandene Taschengeld aufzubessern, nehme ich mal an. Ne? Ja, klar. Und Sie sind auch irgendwann LKW gefahren. Ja. Richtig? Ja. Das war meine zweite Lieblingsbeschäftigung. Mit wie vielen Jahren? Mit 18 wahrscheinlich erst, ne? Haben Sie gleich noch? Ja, offiziell mit 18, ja. Und wann haben Sie das erste Mal hinterm Steuer gesessen am LKW? Im LKW? Mhm. Inoffiziell? Ja. Inoffiziell. Ja, da war ich vielleicht 11, 12 Jahre. Oh. Also relativ früh. Das ist das Speditionsgelände der Firma Berger. Heimliche Autofahrten von Gerhard und seiner Schwester im Teenie-Alter waren ein besonderes Vergnügen. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben immer gelauert, bis die Eltern weggehen am Abend oder auf einen Ball gehen. Das war besonders günstig, weil da waren sie möglichst lang fern. Da haben wir also dann immer die Autos meiner Eltern von der Garage raus und sind am Hof schon Rennen gefahren. Ja. Aufgekommen ist das Ganze deshalb, weil die Bälle ja bekanntlich im Winter sind. Und aus dem Grund haben die Spuren im Schnee halt alles noch abzeichnet. Also bis die heimgekommen sind, teilweise waren auch die Kühler haben noch warm. Ich kann mich sogar manchmal erinnern, ist der Vater oder die Mutter noch ins Zimmer gekommen und wird uns zur Rede stellen, wird unten am Hof mit dem Auto unterwegs, wo aber mir am Bein hat immer alles geleugnet. Ich war, bin ständig mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs gewesen, vom LKW bis zum Caterpillar, mit alles. Haben Sie sich die Schlüssel dafür klauen müssen? Klar, dazu ist das sogar noch mit einem Nagel gegangen. Die ganz alten LKW, die haben noch dieses Zündschloss gehabt, das ist nicht so, wie es heute ist. Und ja. Da haben wir, kann ich mich noch gut erinnern, mit einem 100er Nagel ist, aber hat man die LKWs gestartet und das habe ich schon als kleiner Bub immer gemacht. Endlich mit 18 Jahren konnte Gerhard Berger seinen Führerschein machen. In einem Schuppen werden wir fündig. Auf diesem LKW, längst nicht mehr im Einsatz, machte Gerhard Berger seinen Führerschein. Vom Technischen her war er überhaupt super. Nicht? Ich meine, ich habe ihm nichts angebracht von Bremse, Gas, Kupplung, das hat er alles schon gewusst. Nicht? Natürlich so Sachen wie, dass man bei Stoppstraßen stehen bleiben muss, das habe ich ihm natürlich schon beibringen müssen. Nicht? Also auch einen LKW pilotierte er sportlich. Ein Fahrstil, der dem Berufsbild eines Fernfahrers oder eines Speditionsunternehmers sicherlich nicht dienlich war. Die Offensivredaktion bei Vater Johann Berger. Im Mittelpunkt die Frage nach hochwertigen Gütern wie Marmor, die die Spedition Berger von Italien nach Deutschland transportiert. Der Marmor, der ist natürlich in seiner Struktur mit bestimmter Vorsicht zu behandeln, ja. Und dazu gehört auch eine bestimmte Fahrweise. Und der Fahrweise ist halt nicht immer gerecht worden. Und da hat es schon gegeben, dass er mit der Schaufel runtergeschaufelt hat, anstatt mit dem Kran entladen. Wann sind Sie zum ersten Mal auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, ich mache es zu meinem Sport, ich werde Rennfahrer? Das war bei mir nie so geplant. Ich war Mechaniker, ich bin gern Autos gefahren. Ich bin dann irgendwo, eigentlich habe ich mich viel mehr auf Motorräder konzentriert gehabt, bin gern Motorrad gefahren. Bin dann auch intern so ein bisschen Rennen gefahren, habe dann Highspeed-Rennen gefahren. Mein Traum war eigentlich eher Motorradrennfahrer zu werden. Und warum hat das nicht geklappt? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich vor allem auf dem Rennauto gesetzt und bin ein Autorennen gefahren. Und das kann mich erinnern, das erste Autorennen, das habe ich gewonnen in meiner Klasse. Und dann war irgendwie so der Weg ein bisschen geebnet für weitere Einsätze. Das war vor etwa 15 Jahren. Damals traf Gerhard Berger auf etablierte Rennfahrer, die in der Tourenwagenmeisterschaft fuhren, wie Hans-Joachim Stuck. Das war eine ganz lustige Geschichte. Wir sind Tourenwagenrennen gefahren mit dem Dieter Quester zusammen bei BMW. Das muss so gewesen sein, ich schätze mal, ja, in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und da hieß es plötzlich, jetzt kommt der Neuer.
da kommt der Berger Gerhard. Das ist ein ganz wilder aus dem Alfa Romeo Cup oder was er da gefahren ist. Und der wird euch einmal die Wadel vorrichten. Gell? Hat damals der Dieter Stappert eingefädelt. Und da kam dieser Gerhard Berger. Und da muss ich sagen, wir waren uns an für sich gleich sehr sympathisch, weil wir ähnliches Naturell haben. Der Gerhard weiß auch, wie man lebt, wie man es auch mal krachen lässt. Und der kam da an und war auf Anhieb sauschnell. Wie man so schön sagt, der muss einen unheimlich guten Popometer haben. Popometer ist das Ding da hinten, das ja mit dem Auto und der Straße am nächsten verbunden ist. Und der muss bei ihm unheimlich gut sein, weil er immer wieder mal Trainingsrunden fahren kann, die kein anderer hinbringt oder auch Überholmanöver macht. Das kann eigentlich nicht gehen, wo es doch gepasst hat. Also dieser Wille, etwas zu versuchen, was nicht geht, das hat nicht jeder. Der Gerhard hat es. Ein anderer Weggefährte aus dieser frühen Zeit, Dieter Quester, selbst immer noch im Rennsport aktiv. Treffpunkt seine Kartbahn in der Nähe von Wien. Genau wie Stuck ist er Gerhard Berger über den Rennsport hinaus freundschaftlich verbunden. Der Gerhard war damals ein völlig unbekümmertes, schlaksiges Bürscherl und ich meine sicherlich irgendwo den Habitus eines Rennfahrers hat er gehabt, aber ich hätte nie gedacht, dass der Gerhard Berger mal der Gerhard Berger wird. Vor allem, er war damals ja bekannt als Crasher, in der Alpha-Sud-Serie ist er gefahren. Das war so eine nationale Alpha-Romeo-Serie und da waren bei ihm also die Unfälle an der Tagesordnung. In der Anfangszeit im Tourenwagen, da war er natürlich wahnsinnig wild. So ein Tourenwagen, der ja sehr schwer ist, über 1000 Kilo, den muss man auch ganz anders bewegen wie ein Formelfahrzeug. Und natürlich hat sich auch die Technik geändert. Das kam ja dann von den Tourenwagen in Entwicklung in den Formelautos, sogenannten Flügelautos. Das heißt, die Autos, die seitlich völlig abgeschottet waren und sich unter dem Fahrzeug ein Unterdruck gebildet hat, damit das Auto an die Fahrbahn sich ansaugt. Und ab dieser Zeit musste man ja wahnsinnig sauber und präzise fahren. Denn wenn man gerutscht ist, hat dieser Luftsog abgerissen. Das Auto wird dann sehr unruhig. Also musste in der Zeit unheimlich sauber fahren. Und spätestens dann musste auch der Gerhard seinen Fahrstil ändern. Hat aber prima gelöst. Ich hab mich immer ausgelacht. Ich habe immer gesagt, ja, wollen tun schon mehr wollen, sage ich. Komm, mach dir nichts vor und bleib am Boden und so weiter. Aber es war schon sein Ziel, ja, rauf in die Formel 1 rein. Ne? Irgendwann bin ich vor mir in der Formel 1 gesetzt. Ich habe eigentlich das nicht so richtig geplant gehabt. Ich kann mich erinnern, in irgendeinem Grand Prix einmal, vor längerer Zeit war er im Training schneller wie ich. Und da habe ich mir gedacht, jetzt wird es bald einmal Zeit, dass ich entweder mehr Gas gebe oder mich zurückziehe. Und da habe ich ihn eigentlich das erste Mal gesehen. Ich glaube, er fuhr damals in den Benetton. Irgendwann bin ich vor der Entscheidung einfach gestanden, naja, mache ich das jetzt professionell oder mache ich das nur so halbwegs und vor mir anzufahren, wenn man da nicht den ganzen Tag, 24 Stunden damit beschäftigt, wird das nichts. Und dann habe ich mir irgendwann entschieden und gesagt, okay, das mache ich. Was hat da den Ausschlag gegeben? Welche Gründe? Es war ganz einfach. Ich habe Möglichkeit gehabt, Formel 1 zu fahren, was sehr, sehr selten der Fall ist. Es gibt halt immer nur 20, 24 Formel 1 Fahrer. Und das ist Tausende auf der ganzen Welt versuchen, das zu erreichen. Und ich habe es eigentlich ohne jetzt mit großen Würgen erreicht. Und es war eigentlich schade, das wieder herzugeben. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt bleibe ich mal da, wo ich bin. So ein Junge, der vielleicht so 16, 17 ist, der sagt, ich fahre gern oder würde gern mal Autorennen fahren. Was ja, muss das der ist machen, ja immer diese bekannte Frage, aber das kann man kann. Das ist auf jeden zugeschnitten. Da gibt es keine Grundregel, da gibt es kein Rezept dafür. Wenn einer was machen will, dann setzt er sich dafür so ein, bis er es eben macht. Wenn ich Moderator bin, nutzt da nichts, wenn ich den ganzen Tag auf dem Stuhl sitze, wer weiß das. Ich muss halt einfach mal schauen, was dazu notwendig ist. Beim Autofahren ist ja vielleicht dann das Idealste, wenn man Go-Kart fahren geht und wenn man dann die Konkurrenz halt einfach so lange schlagt, bis halt irgendwann einmal einer sagt, da ist ein Guter, den könnte man eigentlich empfehlen für bessere Aufgaben oder für größere Aufgaben. Größere Aufgaben. Für Gerhard Berger ist dies in der Formel 1 der WM-Titel. Nach 12 Jahren und über 180 Grand Prix konnte er ihn immer noch nicht erringen. Wie wichtig ist ihm diese Krone? Bin ich nicht der Erste, der nicht Weltmeister wird. Ich würde sagen, es ist eher umgekehrt. Es sind sehr, sehr wenige, die schlussendlich Weltmeister werden. Aber es wär ein Traum von mir. Es wäre super. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Und ich habe in meiner Karriere eigentlich schon relativ viel Erfolg gehabt. Ich habe Rennen gewonnen, habe Pole Positions gefahren, habe schnellste Runden gefahren. Ich habe eigentlich sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Und der Tupfen auf nie ist sicherlich der Weltmeisterschaft. Und im schlimmsten Fall fährt der Tupfen auf nie. Im Kampf um Hundertstel und Tausendstel Sekunden werden die Formel-1-Renner ständig modifiziert, um noch höheren Belastungen im Rennen standzuhalten. Zu hohen Belastungen? 1989 hatte Gerhard Berger seinen schwersten Unfall in der Formel 1 in Imola.
Der Frontflügel ist gebrochen, das Auto war unlenkbar und ist dann gerade in eine Betonmauer und ist explodiert. Und ich habe dann eigentlich mit sehr, sehr viel Glück und guter Arbeit von den Streckenposten überlebt, aber es war sicherlich sehr, sehr knapp. Wissen Sie, wie lange das gedauert hat, so vom ersten, von dem Unfallmoment, von dem Brechen bis zum Aufprall? Habe ich niemand mitgezählt, ich war bewusstlos. Nee, ich dachte, das kann man ja hinterher, das wird ja alles ja, klar. Das sind ja oft Bruchteile von Sekunden und Ihnen kommt es wahrscheinlich leer. Deswegen meine nächste Frage Das haben Sie so funktioniert das, ja. Naja, das ist ein ganzer Ablauf von Gedanken, die vom ersten Moment, von der Phase, wo man registriert, dass jetzt irgendwas schief geht, bis hin zu der Phase, wo man sich im Krankenhaus wälzt von Schmerzen. Und das ist natürlich eine Ewigkeit bis dorthin. Da gehen sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf. Welche waren das bei Ihnen? Welche waren das? Naja, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe aus der Stadt Zielkurve herausbeschleunigt. Ich war, glaube ich, hinter Menzel, im Windschatten von Menzel. Ich habe eigentlich geplant, am Ende dieser Geraden mein Überholmanöver zu starten. Habe dann beim Einlenken von der Tamburella-Kurve eingelenkt und habe gemerkt, dass das Auto vorne leicht wird und unlenkbar wird. Normalerweise solche Reaktionen kann man mit einer Hinterradaufhängung bricht. Habe dann sofort in den Spiegel geschaut, ob man hinten die Hinterradaufhängung gebrochen ist oder Reifen platzt ist. Habe gesehen, es ist in Ordnung. Habe dann nicht genau analysieren können, warum das so ist. Habe gesehen, das Auto ist unlenkbar, es geht gerade aus. Haben Sie denn da schon gebremst zu dem Zeitpunkt? Da bist du vom Gas gewesen. Ja. Und da ist aber relativ wenig Auslaufzone gewesen. Der Winkel war sehr, sehr ungünstig, kann ich mich erinnern. Es war fast gerade auf die Mauer zu. Ich habe gewusst, wie schnell das ich bin, ich habe gewusst, wie viel Sprit das ich im Tank habe. Ich war gerade voll, weil ich nach der zweiten Runde noch einen Start. Da muss ich mit mir gedacht, das geht sich nicht mehr, das geht sich nicht aus. Haben Sie gesagt, dass Sie sterben würden? Ja, war mir sicher. Ich habe dann noch im letzten Moment die Hände vom Lenkrad gegeben, um nicht die Handgelenke zu brechen, und habe die Hände über die Schultern gegeben und dann eigentlich die letzten Hundertstel Sekunden auf den Aufprall gewartet. Kann mich dann noch genau erinnern, sieht man genau vor mir den Aufprall. Kann mich noch erinnern, wie das Rad samt den Kühlern das Monocoque angeschnitten haben und da auf den Brustkorb gekommen ist. Und dann kann ich mich für vielleicht eine halbe Minute an nichts mehr erinnern, weil bewusstlos. Und dann kann ich mich erinnern, wie die Ärzte versucht haben, ein Beatmungsgerät in den Mund zu geben. Und hat mich Omega gestochen mit der Infusion, das hat mir weh, und da bin ich dann munter geworden. Dann hat man mir erklärt, dass ich einen Unfall gehabt habe. Ich habe nicht genau gewusst, wo ich bin. Ich glaube, ich bin auf Urlaub. Ja. Das klingt ganz lustig, aber es ist so. Und dann habe ich schon sehr, sehr viel Schmerzen gehabt, obwohl die Verletzungen einigermaßen okay waren. Ich bin im Feuer gewesen, habe mir die Hände verbrennt und habe mir den Rücken verbrennt. Und das hat natürlich schon ziemlich geschmerzt, habe mir den Schlüsselbein gebrochen. Aber eigentlich nichts ganz Aufregendes. Mhm. Und naja, das hat mir halt alles weh dann. Und Sie sagten so, als Sie die Hände da so an die Schultern genommen haben, um den Handgelenkbruch zu verhindern, und Ihnen klar war so, jetzt gleich der Aufprall und wahrscheinlich werde ich sterben. Ist da das macht nicht wahnsinnig viel Sinn, wenn man sich überlegt, dass man die Handgelenke brechen will, aber man weiß, dass man eh stirbt. Ja. Aber es ist halt so gewesen. Ne? Sie lagen dann im Krankenhaus und sind 35 Tage später schon wieder in Mexiko gestartet. Das kann man sich kaum vorstellen. Na, ich habe gewusst, wenn ich zurückkomme, muss ich sofort zurückkommen, weil ich glaube, je länger diese Phase, diese Zwischenphase dauert, desto schlechter ist. Und ich wollte eigentlich sofort wieder fahren. Ich war ja dabei, nicht mehr da drunten, ja. Wir sind rein haben. Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen. Und er sagt, der Mensch sagt, er sagt, Kisten steige nicht mehr ein. Mit der schönsten Manier brennt es zusammen. Ja. Aber die Überlegung hat sich bei ihm dann relativ schnell verflacht. Ja. Im Krankenhaus hat er dann schon wieder nichts mehr wissen wollen, von wegen, ich steige nie mehr ein. Hatten Sie keine Angst vor dem Tod? Ja, genauso wie jeder andere. Stirbt, glaube ich, keiner gern. Ich denke, normale Menschen haben, wenn sie so ein extremes Erlebnis haben, die meiden dann die Situation natürlich wie der Teufel. Jetzt sagen wir halt, wir sind nicht normal in der Formel 1. Nein, es gibt Unfälle und mit dem finden wir uns irgendwo ab. Die Autos sind sehr, sehr viel sicherer geworden, die Strecken sind sicherer geworden. Die Möglichkeit, dass man sich wehtut, ist sehr, sehr viel geringer geworden, wie vor 10, 15 Jahren. Aber trotzdem, man muss schon sagen, dass man nicht einfach sagen kann, da kann auch nichts passieren. San Marino, Imola, die Idylle trügt. Vor 2 Jahren verunglückte hier in der Tamburello-Kurve Ayrton Senna tödlich.
Genau an der Stelle, an der auch Gerhard Berger seinen schwersten Unfall in der Formel 1 hatte. Er war ein guter Freund von mir und da sind natürlich sehr, sehr viele Gedanken durch meinen Kopf gegangen. Aber ein Hauptgedanke in der ganzen Geschichte war, dass ich mich noch genau erinnern kann, wie ich in diese Mauer gefahren bin, dass ich im Krankenhaus gelegen bin und mir überlegt habe und gesagt, die Mauer muss weg dort. Die Mauer steht an einem Platz, ist viel zu gefährlich, ist da keine Auslaufzone, man ist sehr schnell. Es ist unmöglich. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich dann eingesetzt, um diese Mauer zu versetzen. Und mir hat man erklärt, da ist dahinter ein Fluss. Man kann sie nicht versetzen, das ist am Fluss. Und damit habe ich mich auch zufrieden gegeben. Auch er dann hat sich damit zufrieden gegeben, weil der ist auch in diesen Verhandlungen dabei gewesen. Und er ist dann genau gestorben in dieser Mauer, wo man eigentlich beide der Meinung war, dass die nicht dorthin gehört. Und beide haben uns nicht durchgesetzt. Und beide haben wir geglaubt, naja, es ist ein Fluss. Aber dass wir uns durchgesetzt hätten und dass wir die Strecke verändert hätten, so wie sie nach seinem Unfall verändert worden ist, das haben wir nicht gemacht. Und das ist etwas, was mir schon durch den Kopf gegangen ist. Haben Sie sich Vorwürfe gemacht? Ich habe keine Vorwürfe gemacht, aber ich habe einfach gesagt, das war ein Fehler. Sie haben ihn noch im Krankenhaus gesehen? Ja. Er war aber nicht mehr ansprechbar, nicht? Oder? Nein. Aber er hat noch gelebt? Ja, sein Herz hat noch gearbeitet, sagen wir so. Was haben Sie da gedacht? Ich weiß, Sie wollen jetzt hören, dass ich gedacht habe, aufhören oder nicht aufhören, aber das war überhaupt nicht die Frage dort, weil am Tag vorher ist Roland Ratzenberger gestorben. Und wie Roland Ratzenberger gestorben ist, ein anderer Kollege von mir, das war nicht mein Freund, aber Kollege, ja. Ich habe ihn nicht so gut gekannt, aber er war Österreicher, da ist dieser Gedanke durch meinen Kopf gegangen, aber nicht so. Es ist vielleicht Zeit, um sich um irgendwas anderes umzuschauen, weil es hat so verschiedene Jahre gegeben, die will eigentlich nicht sterben bei der ganzen Geschichte. Und das ist mir einfach zu viel gewesen an dem Tag. Und dann habe ich mir so überlegt und dann habe ich mir gedacht, nein, es ist mein Leben, es interessiert mich nur das, es ist nur das, was mir wirklich Freude bereitet und ich will nur das machen. Und habe mich dann entschieden, eine Stunde Nachdenkphase wieder ins Auto setzen und weiterzufahren. Darum ist am nächsten Tag, wie er dann verunglückt ist, dieser Gedanke eigentlich schon die Antwort schon fertig gewesen für diesen Gedanken, weil das habe ich schon am Tag vorher durchdiskutiert mit mir selbst und es hat sich eigentlich nichts geändert. Wegen dem ist ja doch das mein Leben. Und darum ist eigentlich nach dem Unfall von er dann diese Frage bei mir nie aufgekommen. Haben Sie dann für sich andere Konsequenzen gezogen? Ja. Sie sich viel, viel mehr um die Verbesserung der Sicherheit einzusetzen. Und das mache ich auch seit dort. Mhm. Welche Dinge haben Sie denn bereits erreicht? Also ich erinnere mich, eine Sache ist, glaube ich, Sie haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxenzone. Na, ich würde es anders sagen. Das erste, was die Fahrer und inklusive wir angestrebt haben, ist eine Einigung unter den Fahrern, einen Club unter den Fahrern, der GPDA heißt. Also. Mhm. Und diese Fahrer gemeinsam Strecke für Strecke, Verbesserungsvorschläge von Strecke für Strecke, der FIA unterbreiten und dann auch mit dem richtigen Einsatzverfolgung, bis eben diese Änderungen wirklich durchgeführt worden sind. Und da sind sehr, sehr viele Änderungen. Natürlich mit der Hilfe der FIA, mit den finanziellen Mitteln der FIA, mit den finanziellen Mitteln der verschiedenen Rennstrecken. Aber da ist in den letzten zwei Jahren mehr passiert als in den 10 Jahren vorher. Was sind denn das für Sachen, die da passiert sind? Zum Beispiel hier in Imola ist die komplette Rennstrecke umgebaut worden. Das ist eine relativ sichere Rennstrecke. Die Mauer ist jetzt auch weg, stattdessen? Die Mauer ist weg, ja. Die Mauer ist immer noch da, aber die ganze Streckenführung hat sich geändert, sodass es nicht mehr relevant ist. Der Laie sagt ja nun auch, warum machen die Autos nicht einfach ein bisschen langsamer? Es muss doch nicht so schnell sein. Machen wir. Wir machen die Autos regelmäßig jedes Jahr 1 bis 2 Sekunden langsamer, indem wir das Reglement wieder so ändern, dass eben verschiedene Beschränkungen mehr in das Reglement einfließen. Aber die Technik entwickelt sich so schnell, dass eben diese 2 Sekunden immer wieder überholt werden. Aber wir versuchen wirklich so einen Level an Speed zu halten. Nun sind natürlich diese ganzen Neuerungen für die Fahrer, die jetzt auf den Strecken sind, wichtig. Aber Senna kommt dadurch natürlich nicht zurück. Ist immer so. Er war ja nun auch, wie Sie gesagt haben, Ihr Freund. Was würden Sie sagen, machte ihn als Menschen aus? Senna. Naja, glaub ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Einmal den Senna als Rennfahrer
und einmal den Senna als mein Freund. Sonny hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir haben uns begegnet das erste Mal in der Formel 3-Zeit. Und wie es halt immer so ist, es gibt einfach Leute, die ziehen sich an, und es gibt Leute, die das funktioniert nicht, oder nicht einmal funktioniert nicht, da springt kein Funken. Und Senna, kann ich mich erinnern, war von Anfang an, wir haben uns von Anfang an verstanden, wir waren gleich alt und wir haben das Gleiche gemacht, wir haben die gleichen Interessen gehabt. Aber wir haben keine Freundschaft gehabt. Wir haben uns kennt und wir haben aber gesehen, es war halt einfach so, dass wir, wenn wir uns begegnet haben, der eine die Straßen überquert hat und den anderen die Hand geschüttelt hat und selber gesagt hat, was sonst aber unter den Einfahrern nicht unbedingt so üblich ist. Und dann in der Formel 1-Zeit haben wir uns dann, speziell wie ich bei Ferrari war und er bei Lotus, sind wir uns da sehr oft in die Quere gekommen, auf der Rennstrecke. Und da haben wir uns eigentlich alle ganz gut verstanden und da hat sich dann diese Sympathie entwickelt. Und dann bin ich zum McLaren-Team gewechselt, wo er dann schon ein Jahr dort war, und dort sind wir dann richtig Freunde geworden. Freund von Gerhard Berger zu sein, heißt auch Opfer seiner Streiche zu sein. Dies änderte sich auch nicht, als Gerhard Berger später zu Ferrari wechselte. Er hat dann ein Playboy-Bild in seinen Pass hineingemacht, im Senna seinen Pass, und mit der dann nach Brasilien eingereist ist, hat die Polizei natürlich gesagt, was da los ist. Das ging aber dann so aus, dass der Gerhard bis in Österreich verfolgt wurde von der Anzeige, nämlich aus Brasilien, als Dokumentenabfälschung oder wie auch immer. Also da hat er sich nicht so leicht gemacht. Er hat also schon alle nur dummen Ideen, die man haben kann, setzt er wirklich um. Und das ist wirklich eine Hetze auch mit ihm. Benetton arbeitete die letzten Jahre sehr erfolgreich mit Michael Schumacher zusammen. Zwei Weltmeistertitel waren das Ergebnis. Nun steuert Gerhard Berger den Benetton Renault. Die Medien forcieren den Vergleich mit Schumacher. Wie schätzt Gerhard Berger ihn ein? Michael, von seiner sportlichen Leistung her, kann man ihm eigentlich nur gratulieren. Er ist ein absolut Top-Sportler und hat sicherlich das nötige Glück dazu gehabt, im richtigen Moment, im richtigen Platz zu sein. Unterm Strich, er ist Weltmeister geworden, weil er sehr, sehr gut Auto gefahren ist. Gut Auto fahren kann Gerhard Berger auch. Ein fairer Sportsmann ist er obendrein. Aber welche anderen Berührungspunkte außer dem Team Benetton-Renault gibt es noch zu Schumacher? In der GPDA, in dieser Rennfahrergewerkschaft, verstehen sie sich sehr gut. Der eine kümmert sich mehr um die Autos, der andere mehr um die Strecken. Dort geht es also besser. Man darf nicht vergessen, bevor der Michael gekommen ist, war der Gerhard die deutschsprachige Nummer 1. Und jetzt ist es halt sehr, sehr überlegen und sehr, sehr dominant, eben der Schumi. Es wird immer wieder so dargestellt, dass wir, wenn wir uns eigentlich nicht leiden könnten, und wir schirmen auch den Regeln nicht vor, weil wir halt einfach in diesen Spiel involviert sind oder in diesen Ball da hin und her fallen lassen und uns eigentlich amüsieren dabei. Amüsieren, das nächste Stichwort. Lustige Geschichten liefert die heutige Formel 1 aufgrund des anstrengenden Berufsalltags kaum mehr. Ganz anders war es doch in der guten alten Zeit, als Berger noch für BMW Tourenwagen fuhr. Auf der Guckertbahn von Dieter Quester erfahren wir mehr darüber. Anekdoten über den Rennfahrer Gerhard Berger. Wir waren bei einer Rennveranstaltung in Nogaro unten. Wir sind auch im gleichen Team gefahren, wohl nicht in gleichen Fahrzeugen. Und das war ein Tourenwagen-Europameisterschaftslauf. Und wir hatten in unserem LKW Waschflocken zum Waschen der LKWs und der Rennwagen. Und mir ist das schon ein bisschen spanisch vorgekommen. Der Gerhard hat unheimlich lang gewartet, eben zum Start zu kommen. Die Fahrzeuge sind schon am Start gestanden. Es war vielleicht noch 8 oder 10 Minuten zum Start, also sehr knapp waren wir schon dran. Und der Gerhard hat mich auch immer zurückgehalten und wollte nicht, dass ich also zum Vorstart zu den Rennfahrzeugen gehe. Und etwa vielleicht 5 Minuten vor dem Start, also unsere Leute haben schon gar nicht mehr geglaubt, dass wir kommen, schüttet mir der Gerhard einen riesen Behälter mit diesen Waschflocken in den Overall hinten rein, und ich musste mehr oder weniger so meinen Start fahren. Jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert ist. Sie schwitzen natürlich unheimlich im Rennfahrzeug, es war damals auch enorm heiß. Und diese Seifenflocken sind zergangen, haben begonnen zu schäumen. Ich habe das unter den Helm reinbekommen, in die Augen rein, und musste, normalerweise tanken wir alle 1,5 Stunden, und musste nach etwa 1 Stunde 10 Minuten zur Box fahren, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, weiterzufahren. Bei BMW haben die es immer gefürchtet vor uns, gell?
Wenn da Treiberbriefings waren mit dem damals mit dem Chef, mit dem Nerpasch, der ein sehr distinguierter und ruhiger und seriöser Mann war, haben wir da unter das Motorhome, wo die alle saßen, dann diese kubischen Kanonenschläge reingelegt, gell? Da hat das Ding hat gescheppert und gewackelt, sind die alle rausgerannt, wie die Wilden, aber das Ding fliegt in die Luft, gell? Und wir standen draußen und auf die Schenkel gehauen vor lauter Spaß. Also es war herrlich, gell? Und da kann man sich vorstellen, dass sich da Teamchefs sagen, die drei zusammen ist nicht tragbar, gell? Wir waren bei einem Rennen in Brünn. Wir sind am Abend nach Hause gefahren zum Hotel in meinem PKW. Und ich sage nur zum Gerhard, du, hinter uns fährt Polizei. Und das war also in den 80er Jahren, bevor der eiserne Vorhang gefallen ist, war das auch gar nicht so einfach in der Tschechoslowakei mit Gesetzesübertretung und so weiter. Da ist man gleich im Gefängnis gewesen. Und wir fahren also zuckeln so dahin, vielleicht mit 40, 50 vor der Polizei. Jedes Verkehrszeichen berücksichtigend und Geschwindigkeit nicht überschreitend. Plötzlich greift der Gerhard rüber, zieht meinen Startschlüssel raus, macht das Fenster auf und wirft den Startschlüssel raus. Jetzt bei dem BMW Lenkersperre sofort und Lenkrad klarerweise steht schräg. Jetzt habe ich eine Vollbremsung machen müssen. Hinter uns die Polizei fast auf unseren Wagen drauf. Ja, und was macht der Gerhard? Der steigt nicht aus, sucht einen Schlüssel und gibt mir wieder zum Weiterfahren, sondern macht die Tür auf und sagt, servus, wir sind eh gleich beim Hotel und ist weg gewesen und ich habe dort die Probleme mit der Polizei gehabt. Wir waren auch beim Fitnesstraining in St. Moritz und es war dann im Hotel war eine wunderschöne Bardame, gell, mit der wir alle ein bisschen rumgeflirtet haben. Und mir ist es jedenfalls dann gelungen, da mit der Dame etwas weiterzukommen, bin zu der auch aufs Zimmer. Und die hat aber gesagt, du pass auf, wenn da der Chef kommt, wenn ich Zeichen gebe, musst du sofort auf den Balkon gehen, weil der darf mich nicht erwischen mit dir, gell? Und ich gesagt, na gut, das ist mir wurscht, gell? Jedenfalls plötzlich gab mir das Zeichen, ich bin auf dem Balkon, aber da kamen die Chefs, kamen nämlich der Gerhard und der Quester. Und da haben mich, das war aber abgesprochen, gell? Und da haben mich die beiden bei 30 Grad minus auf dem Balkon ausgesperrt und ich musste mich mit der Unterhose da hinten abseilen und vorne bei der Zone wieder reingehen, bei 30 Grad minus, gell? Es war so kalt, kann ich Ihnen sagen. Wer ist denn so Ihr bester Freund? Wen würden Sie als besten Freund bezeichnen? Ich habe nicht einen besten Freund. Ich habe viele Freunde, die dann wiederum in verschiedenen Kategorien sind. Die verschiedenen, weil einfach aus beruflich bedingt die Freunde aus so verschiedenen Umgebungen kommen, aus verschiedenen Sparten kommen, dass man die gar nicht mischen kann. Und darum habe ich eigentlich einen sehr großen Freundeskreis und dann eine kleine Gruppe, die wirklich Freunde sind. Mhm. Was sind das für Leute? Also gibt es da auch welche noch von früher aus Börgel? Oh ja. Mit denen Sie heute immer noch Kontakt haben? Ja, so aus der Schulzeit noch, oder? Ja. Heute sind meine Freunde, die als Kinder, mit denen ich von Kinder auf immer beieinander gewesen sind, die waren heute da, haben mich besucht. Schauen ein bisschen Training und trinken mit ihnen einen Kaffee. Waren heute zufällig da. Aber Sie finden nicht, dass man das mischen kann, dass Sie das mit nein, Rennkollegen, mit nein, denen Sie die kann ich überhaupt nicht mischen, weil das ist, einer ist Metzger, einer ist Autoverkäufer, also das, die kommen aus einem ganz anderen Umfeld und die würden sich gar nicht wohlfühlen mit den anderen Freunden. Aber das sind meine richtigen, originellen Freunde von früher und an die liegt mir auch heute noch sehr viel. Was unterscheidet die von den neuen Freunden, die Sie jetzt dazu gewonnen haben? Dass die mich aus der Zeit kennen, wo der Rennsport noch gar nicht existiert hat, sondern aus der Zeit kennen, aus der Jugendzeit, wo wirklich die Person Berger, Gerhard im Vordergrund gestanden ist, also nicht, wo nicht das Rennfahren, wo das nicht mit Rennfahren in Verbindung war. Das war ganz andere Zeit und eigentlich ganz eine sehr lustige Zeit, eine gute Zeit, aber wie gesagt, das ist ganz anderes, ganz andere Truppe. Die Tiroler Stuben in Wörgl, Stammtisch der alten Spätzeln von Gerhard Berger. Ist er hier nicht der abgehobene Superstar? Ich finde, der Gerhard ist immer noch zu uns, so wie er früher war, immer noch der gleiche. Er vertrag auch mehr Kritik, wenn wir sagen, was hast du am Sonntag wieder für einen Topfen runtergerissen. Das vertrag er und andere könnte es vielleicht sicherlich nicht sagen zu ihm. Und ich muss sagen, er ist immer noch derselbe für uns. Er ist der Gerhard und nicht der Formel 1 vor der Gerhard Berger. Gerhard Berger liebt seine Wurzeln, Tirol und die Freunde, mit denen er aufgewachsen ist. Natürlich leben diese Freundschaften auch von gemeinsamen Erlebnissen aus der Jugendzeit. Ähnlich wie die illegalen Autofahrten auf dem Hof der Spedition des Vaters hatten auch diese Abenteuer eine unverwechselbare Berger-Note. Wir dann mit 16, 17 haben dann schon samstagabends dann mal ein bisschen
wegfahren dürfen. Und er natürlich mit seinen 14, was er damals war, hat natürlich nicht so die Möglichkeiten gehabt von zu Hause aus, dann, dass er mal sagt, er will mal mit uns mitgehen. Dann hat er gesagt, er schlaft heute beim Erich zu Hause, weil da dann sie abends ein bisschen Fernsehen schauen. Seine Eltern haben die Zustimmung gegeben. Aber inzwischen sind wir mit Fernsehen schauen gegangen und sind natürlich in die Wildschönau gefahren, in ein Lokal, das war ganz ein Netz. Und dann sind wir da drinnen gewesen. Und wie es der Teufel haben will, ist eine Razzia gewesen. Der Gerhard natürlich flink, wie er halt immer war, und feig. Lauf gleich davon, ins Klo hinaus. Und beim Klofenster ist er raus. Und wie er draußen gestanden ist, hat er nachher der Gendarme auf die Schulter geklopft und hat ihn natürlich gleich gehabt. Und dann ist das Ganze beim Erich-Schlafen natürlich daheim aufgefallen und hat das dann nicht mehr so gut geklappt, dass er da so einfach am Samstagabend so mal von zu Hause wegbleiben dürfen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr Freund, wo Sie gerade sagten, der eine ist Metzger, der andere ist Autohändler, wenn die Sie jetzt auf ihrer Yacht in Monte Carlo besuchen, das ist doch im Grunde zwei Welten prallen aufeinander. Sind die ja, nicht neidisch auf Sie? Nein, ja, das weiß ich nicht, müssen wir Sie fragen. Aber, ja, wie reagieren die dann? Aber nein, ich mache mit denen auch einmal im Jahr, nehme die mit, ja, mit meinem Flugzeug, gehe auf meine Yacht und es macht mir riesen Spaß, die mitzubringen. Gerhard Berger wahrt die Privatsphäre. Er ist kein Schickimicki, er ist natürlich geblieben. Übrigens, als er noch nicht Yachtbesitzer war, gab es auch schon das eine oder andere Bootsabenteuer. Da haben wir unser Tretboot ausgeliehen. Der Herbert ist Kapitän gewesen. Und der Gerhard und die waren die Strampler da. Da sind wir da ein Stück raus und das war so lustig. Und da sind ein paar so junge Mädchen da im Wasser gewesen. Und nachher haben wir gesagt, ob sie mitfahren wollen, ein Stück raus. Ja, gern, haben sie gesagt, gern. Und ja, sie dürfen rauf. Dann haben wir zwar gleich hinten hingesetzt und der Gerhard und die Madeln sind da rausgestrampelt. Ganz schön weit auch noch, gell? Wir haben einmal retour geschaut, sag ich, da möchte ich nicht mehr zurückschwimmen. Und wenn wir nach außen waren, sagt der Herbert irgendwas zu den Mädchen, das will ich jetzt aber gar nicht sagen. Wenn sie, wenn sie das nicht machen, hat er gesagt, müssen sie reinschwimmen. Natürlich, das die Mädchen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das kommt die Bolle haben müssen sie runternehmen. Ja. Nachher natürlich, haben die natürlich die Mädchen da der Weine noch gefangen. Dann das ist aber ins wieder schier geworden. Dann wir wieder rein gleich. Nein, nachher haben die Mädchen da Weine noch gefangen. Und nachher habe ich gesagt, sie müssen jetzt wieder reinstrampeln, weil nicht da mit uns rausfahren und wir zum Schluss reintreten. Da. Dann haben die da wieder das ganze Retour gemacht. Und sobald die dann irgendwie die Möglichkeit gefunden haben, wieder zu schwimmen, sind die sofort. Die haben aber das Wochenende nicht mehr gesehen. Sind wir vom Boot runter und sind gleich weg. Urlaubsabenteuer, die man nur in den Tiroler Stuben erfährt. Es sei denn, man ist Leser der österreichischen Autorevue. Chefredakteur Herbert Völker, ein Freund von Gerhard Berger, begleitete den Rennfahrer über einen langen Zeitraum. Die schönste Reise war eine sechswöchige voriges Jahr mit den großen Preisen in Japan, das waren zwei, und Australien, das war also ein dritter. Und da haben wir uns 45 Tage aneinander gekettet, indem wir mit seinem kleinen Flieger, also kleinen Flieger, Citation 3, fantastischer Flieger, aber eben ein Privatflieger, indem wir das getan haben. Und ich muss sagen, es war vom ersten bis zum letzten Tag einfach wunderbar. Und ich habe mich sowas von wohl gefühlt und bin zurückgekommen und war der glücklichste Mensch der Welt und hatte das Gefühl, es war die schönste Reise meines Lebens. Sie sollen auch mit George Harrison ziemlich gut befreundet sein, stimmt das? Ja, George ist ein guter Freund von mir. Wie haben Sie den kennengelernt? George habe ich kennengelernt, ich glaube, es war 1986 beim Grand Prix in, ich glaube, es war in Brands Hatch, kann mich nicht mehr so genau erinnern. Dann habe ich ihn ein paar Mal getroffen und dann haben wir uns besser kennengelernt und besser. Und wie kam das? Er ist wahrscheinlich Formel-1-Fan, oder? Wie ja, er ist immer wieder bei Formel-1-Rennen gewesen. Ja. Und dann sind wir zum Abendessen gegangen und so hat sich das entwickelt. Und seit drei, vier Jahren machen wir auch mal miteinander Urlaub. Oder jetzt zum Monte Carlo Grand Prix kommt er zu mir, wohnt er bei mir. Und, oder er kommt zu mir nach Österreich oder ich fahre mit ihm zu ihm ins Haus nach Australien. Also wir kennen uns ganz gut und machen auch miteinander manchmal Urlaub. England, 100 Kilometer von London entfernt, die Grafschaft Oxfordshire. Hier befindet sich das Headquarter von Benetton Renault. Hier sitzt die kaufmännische Leitung und hier werden auch die Fahrzeuge weiterentwickelt. Ist Gerhard Berger nicht im Auto für Testfahrten unterwegs, so kommt er häufig zu Besprechungen hierher. Etwa eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt, auf einer Fahrt durch wunderschöne englische Landschaften, erreicht man Silverstone.
Sollte man den kleinen Ort nicht finden, so kann man sich auch an seinem Gehör orientieren. Im dichten Terminkalender von Gerhard Berger trifft Berit Schwarz den Rennfahrer zu später Stunde am Pool seines Hotels. Nahezu 8 Stunden hat er an diesem Tag seinen Bennett Renault über die Rennstrecke von Silverstone gejagt. Nun hatten Sie ja vor der Ehe so den Ruf wie Donnerhall als Playboy der Formel 1. Also jeder hat halt irgend seinen Ruf, ja. Jeder kriegt halt irgendein Markenzeichen zugeordnet. Und wir haben es halt Playboy zugeordnet. Aber. War das gut? Haben Sie das genossen, das Markenzeichen? Ach, ich bin mir eigentlich gar nicht so vorgekommen. Wieso nicht? Was ist denn für Sie ein Playboy? Ja, das ist eine Frage. Das habe ich mehr, diese Frage habe ich mir selber aufgestellt. Aber vielleicht könnten Sie mir das jetzt einmal erklären. Ja, Playboy fällt mir natürlich Gunther Sachs. Das ist ja so der personifizierte Playboy, wobei ich auch gar nicht weiß. Das weiß ich auch noch nicht, was ja, ich ja. Weiß, wer der Gunther Sachs ist, aber weiß ich noch nicht, was der Playboy ist. Ja. Nein, in meinem Leben habe ich natürlich alle meine Stückchen. Geliefert. Ich habe natürlich auch meine verschiedenen Bekannten gehabt, da waren auch Damen dabei, überhaupt keine Frage. Ich hab mir in diesen Sachen nie Blatt vor den Mund genommen, ich habe nie irgendwie große Geheimnisse daraus gemacht. Und irgendwann ist mir halt einfach dieses Playboy-Image ein bisschen hängen geblieben. Aber ich würde mal sagen, das ist vielleicht in der Rennfahrerbranche überhaupt, ich glaube, Zähne, vielleicht wird man es achte dieses Playboy-Image geben. Ob es richtig ist oder falsch ist, ist dahingestellt. Und für mich sagt das im Prinzip überhaupt nichts aus. Dieses ganze Glamour oder Glamour, was in die Formel 1 herum ist, da gehören die Frauen dazu wie die Butter aufs Brot. Es wird leider immer weniger, weil man natürlich da ab und zu mal an dem Kuchen nascht als junger Mann. Das ist doch ganz selbstverständlich. Ja, was glauben Sie, womit hängt das zusammen? Was fasziniert die Frauen so daran? Ja, da müssen wir doch die Frauen fragen. Ich kann das nicht wissen. Aber Sie werden noch mal mit Komplimenten und von solchen Damen konfrontiert worden sein, oder? Nein, eigentlich nicht einmal so oft. Ich muss jetzt mit dir echt nachdenken. Aber, ja. Ganz charmant, ja. Haben Sie denn so bei Freundschaften, die Sie jetzt hatten, bevor Sie mit Anna zusammenkamen, auch darauf geachtet, dass die Frauen Familienmenschen waren oder ist es Ihnen da um was anderes gegangen? Oh, das ist jetzt eine Frage, da kann man jetzt. Nein. Sagen wir mal, welchen Frauen Sie haben? Ich habe meine Frau nicht ausgesagt, dass sie Familienmensch war, sondern einfach, weil da waren hunderte Faktoren, die zu mir gepasst haben und die mir gefallen haben und die ich gern mit habe. Ja, ich hab nur einen Faktor rausgenommen, das ist der Familienmensch. Meine Frau hat mir gefallen, hab ich lustig gefunden, hab gern Zeit verbracht mit ihr. Also, das wäre nicht meine Frau, wenn es nicht so wäre. Und früher, ja, man hat natürlich. Man hat natürlich nicht, wenn man eine Frau kennengelernt hat, habe ich nicht in erster Linie an eine Hochzeit gedacht und habe mir gleich geschaut, was das für das weitere Leben für mich gut sein könnte, sondern so haben wir alles eigentlich eher ruhig angegangen und geschaut, wie sich das entwickelt. Wenn Sie sich die Mehrzahl der heutigen Formel 1-Fahrer anschauen, die kommen ganz jung da rein, haben meist schon eine feste Freundin, sind schon verheiratet und so weiter. Die haben ja gar nicht den Blick für das, weil die das gar nicht können. Die müssen so erfolgsorientiert leben und brav leben, das ist ja richtig langweilig. Zu den Zeiten, wo ich nach Formel 1 gefahren bin, waren wirklich die schönsten Frauen der Welt an den Rennplätzen. Gell? Und das ist heute auch schon weniger geworden. Und da muss man sagen, ist eigentlich bedauerlich. Es gibt da ja auch die eine oder andere Dame, die dann, warum auch immer, an die Presse geht und heiße Details enthüllt, wie zum Beispiel die Melanie Hilzinger, die hier sich an die Bild-Zeitung gewandt hat. Und die hat sich nicht an die Bild-Zeitung gewandt. Ja. Es ist jetzt so, es hat sich in der ganzen Szene halt sehr viel geändert. Früher hat man halt einen Physiotherapeuten gebraucht, jetzt glaube ich braucht man einen Anwalt, wenn man irgendwo durch die Gassen geht. Ich habe eigentlich geglaubt, dass diese Szenen
sie eigentlich nur in der Filmbranche oder beim Boxen abspielen, wo halt einfach verschiedene Damen versuchen, auf den Herren ihren Rücken Publicity zu machen oder auch Geld zu verdienen. Aber mir ist selbst auch so gegangen, ich habe selbst auch eine ähnliche Erfahrung gemacht. Und wie gesagt, ist im Prinzip nichts anderes passiert, halt, dass ihre Dame ihre Story daraus gemacht hat. Sie mit ihrem Freund zusammen, der einige Mal vorgestraft war und das Ganze eigentlich geplant hat, oder glaube ich, hat einmal geplant hat, eine Zeitung in England eine Riesengeschichte verkauft hat. Und diese Geschichte natürlich dann von anderen Zeitungen aufgenommen werden. Jeder hat natürlich noch ein bisschen was dazugegeben, damit die Story anders ist als wie in einer anderen Zeitung. Und irgendwann ist das Ganze der riesen Luftballon geworden. Und im Prinzip ist es traurig, weil sowas passiert ja nur, weil man in der Öffentlichkeit steht. Mein Freund, der Mechaniker ist, dem passiert sowas nicht, weil es da nichts bringt, weil kein Mensch was da verdient damit und weil kein Mensch einen Vorteil daraus hat. Aber in dem Fall gibt es da jetzt einfach Vorgangsweisen, die, glaube ich, modern werden, weil in Amerika lässt man das immer mehr und hört man das immer mehr. Sind Sie der Frau denn jemals begegnet? Ja, Sie freilich, die persönlich? Ja, freilich. Ja, persönlich. Ich habe sie insgesamt in meinem Leben vielleicht 10 Minuten gesehen, ja, oder 15. Ja, so. Keine Frage. Ja. Ich will gleich dazu sagen, ich bin kein Engel. Ja. Nur die Geschichte, was die dazu hat, ist weit davon entfernt, von dem, was sie wirklich ist. Dabei kann Mann oder Frau doch auf viel nettere Art mit dem Formel-1-Star in Kontakt treten, wenn auch nicht persönlich. Ein bisschen Gerhard Berger erleben kann man in Söll auf der Hohen Salve. Dort ist für 700 Schilling die Gerhard Berger VIP-Gondel zu mieten. Unweit von der Mittelstation auf über 1000 Meter Höhe hat sich Gerhard Berger in idyllischer Lage ein Haus gebaut. Allerdings ist er hier vornehmlich im Winter anzutreffen. Sonst wohnt er auf seiner komfortablen Yacht in Monte Carlo. Ein außergewöhnlicher Lebensstil, zumal für einen verheirateten Mann, der im Oktober des vergangenen Jahres zum zweiten Mal Vater wurde. Was fasziniert Sie an Ihrer Frau? Was mich fasziniert an meiner Frau? Meine Frau ist menschlich absolut gut. Die ist eigentlich ein Familienmensch. Ist eigentlich jemand, der sein Leben nur rund um die Familie abstimmt. Für die eigentlich das Wichtigste ist, beim Mittagessen zusammensitzen, am Abend zusammen sein, zu warten, bis die Familie beieinander ist. Also wirklich eigentlich so, wie man so ein bisschen früher, wie man es von früher her gewohnt ist. Ich glaube, dass ihm die Anna schon fest an der Kantare hält, das ist keine Diskussion, was auch richtig ist, weil das braucht er. Der braucht jemanden, der ihn an der Kantare hält. Aber ich glaube, dass er heute sicher, der hat ja gelebt sein Leben lang, also wie ein König. Hat alles ausprobiert, was zum Ausprobieren geht. Also ich bin sicher, dass er auch selber schon irgendwo weiß, was gut und schlecht ist für ihn. Und ich glaube, sich jetzt relativ oder gut stabil mit der Anna in die richtige Richtung bewegt. Stabilität, ein wichtiger Faktor in dem aufregenden Berufsalltag eines Formel-1-Piloten. Wie groß ist die Belastung tatsächlich? Wie viel Arbeit steckt zwischen den Grand Prix, die die meisten Zuschauer alle 14 Tage erleben? Das ist so extrem geworden. Ich kann wirklich sagen, seit sechs Wochen bin ich jetzt durchgehend beim Testen und beim Rennfahren. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich durchgehend nur gefahren. Ich vielleicht irgendwann einmal dazwischen einen Tag oder zwei Tage frei gehabt. Und bin einfach müde, leer und es ist nicht nur, dass man körperlich müde ist, sondern mental. Man wird mental müde und man kommt dann zum Rennen und man hat nicht immer dieses, man muss das Gefühl haben, ins Auto einsteigen, man muss die Kraft haben, das Lenkrad richtig in die Hand zu nehmen. Richtig. Und wenn das nicht mehr da ist, dann muss man mal schauen, dass man wieder ein paar Tage nachlässt und vielleicht körperlich trainiert und einfach wieder mal wieder richtig schaut, dass die Gedanken wieder richtig frisch werden. Und leider ist das System in der Formel 1 so extrem geworden in dieser Richtung, dass man da wirklich leidet drunter. Womit hängt denn das zusammen, dass sich das so stark verändert hat? Ja, es ist einfach, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark, die Budgets sind hoch. Der Erfolg geht nur mehr über Trainieren und Testen. Beim Sportler, bei einem Athleten, denn sein Trainieren ist hauptsächlich durch körperliches Training.
Bei uns ist ja das so, dass es das körperliche Training ist plus die Entwicklung des Fahrzeuges. Die Entwicklung des Fahrzeuges nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass man eigentlich fast für nichts anderes mehr Zeit hat. Und wenn man dann nur irgendwo kleine Zwischenräume hat, dann muss man sie verwenden für zum Trainieren. Und man hat eigentlich keine Zeit mehr oder man hat fast keine Möglichkeit mehr, einmal die Gedanken auf irgendwas anderes zu legen, damit man wieder frisch und mit voller Motivation in das Rennfahren einsteigt. Und da ist sicherlich momentan ein bisschen ein Problem. Und es geht alle vorher gleich. Ich habe mich da drüben mit ein paar Kollegen kurz gesetzt. Jeder ist absolut müde und ausgelaugt. Sehen Sie sich auch manchmal einfach danach, dass alles vorbei ist und ohne Ruhe? Ja, ja. Sehe ich mich jetzt nicht manchmal an. Und immer öfter. Mein großer Traum ist wirklich, irgendwann dann einmal wirklich nichts zu machen. Ja. Kein Telefon zu haben und irgendwo mit meinem Schiff irgendwo in der Bucht sein und mich um die Familie kümmern, um die Tochter zu kümmern und um die zweite Tochter zu kümmern. Also wirklich das zu machen, was ich in den letzten 15 Jahren nicht gemacht habe. Because my word is bold, and the song.